Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und seit langer Zeit auch mal wieder ein Video über eine Waffe und zwar hier diesen Speer vom Mokwin. Also, ich bin gerade selber ein bisschen baff, wie viel Schaden der macht. Ich zeige euch das mal eben. Ihr kennt das. Immer erstmal zeigen, wie viel Schaden es macht, damit ihr seht, dass es auch wirklich viel Schaden ist, bevor ich hier viel rumlaber. Natürlich auch full charged mit goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Ich weiß gerade gar nicht, was ich in der Arznei habe. Ist auch egal, aber guckt euch das einfach mal an. 4. Eben waren 10.000. Also war es jetzt weniger. Egal, da wieder nochmal 3,6. Nur mal das Ganze nochmal. Eben hatte ich irgendwie 10.000. Jetzt waren es gerade nur 7.000. Ich mach's nochmal. Goldener Schwur, Flamme gibt mir Kraft. Ja, Arznei rein. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und dann will ich deine 10.000 sehen. 4, 6, 5, 6. So nämlich. Hä? Wieso wusste ich das nicht, dass die Waffe so übertrieben broken ist? Was ist das denn? Hä? Der Schaden macht gar keinen Sinn. Ich mach mal gerade ohne die Buffs. Man hat dann nicht immer Zeit, sich so krass hoch zu buffen. Und dann will ich das bei Bossen. Ich will es bei Bossen ausprobieren. Ich bin übrigens ein NG plus 8. Also ist auch jetzt hier nicht NG 1. Der Schaden ist einfach broken. Ohne Buff. Hä? Zack, tschüss. Geil, okay, ich zeige euch, worum es hier bei dem Bild geht. Also, was ihr braucht, ist natürlich die wahre Maske. Das Ganze handelt sich hier natürlich um Blutungsbild. Ihr braucht natürlich die Waffe Mokwins Heiliger Speer. Dafür müsst ihr Mokwin besiegen im Heiligen Mokwins Palast. Dann habe ich den Ritualschwert-Talisman drin. Der gibt 10% Stärke-Boost, wenn ihr volle LP habt. Ich habe Scherbe von Alexander, die immer dabei ist. Jubel des Blutes für Blutung und den feurigen Skorpionstalisman, der nochmal den Feuerschaden erhöht. Und das war's schon. Und dann haut ihr einfach so 10k raus. Es ist komplett bastet. Wir werden das gleich auch nochmal bei Bossen versuchen. Ich mache jetzt nochmal hier, weil ich es nicht glauben kann, dass er so verrückt ist. Ja, wir suchen mal eben Boss. Come at me, Bro. Chill! Komm mal her, my friend. Mann, der staggert mich. Das fuckt mich ab. Ich habe so viel Poise Resistance. Mann! Tschö. Komm her, mein Jutzer. Zehntausend. 20.000, Alter. Der hat gar keinen Bock mehr. Hä? Die Waffe macht viel zu viel Schaden. Das macht gar keinen Sinn. Also die Range ist einfach geil. Leute, probiert diesen Stab aus. Auch mal dickes Shoutout an Schiffer, der im Stream mit dabei war. Der das Ganze mit mir auch zusammen ausprobiert hat. Wir sind auch darauf gekommen, es könnte vielleicht auch Sinn machen, die Godfrey-Ikone zu nehmen. Damit hast du nochmal ein bisschen mehr Schaden und auch keinen Verteidigungsverlust. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked. Gerne Kommentar da lassen, wie ihr die Waffe findet und bis zum nächsten Mal. Haut rein.